Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Grounded. Ja, in der letzten Folge habe ich ja erfolgreich mal eine Stechmücke getötet. Ja, hätte ich nicht gedacht. Wir gehen jetzt nochmal heute zu Burgle, um zu schauen, ob ich mir noch eine Quest abholen kann. Die ich dann halt irgendwie so noch nebenbei vielleicht erledigen könnte, eventuell. Ja. So, von den Rattenspinnen habe ich ja mittlerweile nicht mehr so viel Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätte ich auch niemals gedacht, ne, als ich das Spiel hier begonnen hatte. So, nehmen wir wieder ein bisschen Saft mit. Ah, meine Nase läuft. Aber wie gesagt, vor den Wolfspinnen. Ach so, analysieren. Genau. Stechmückennadel, okay. Na gut, ich habe wenigstens ein bisschen Raw Science bekommen. Ach, hier schnarcht schon wieder die Spinne irgendwo. Hast du irgendwelche Aufgaben? Jäger, Wolfsspinne, töte Wolfsspinnen 3. Oh nein, ehrlich? Ach du meine Güte. 3 Wolfsspinnen. Und würde dafür nur 750 bekommen. Das sind mindestens 5000 wert. Pure Wissenschaft. Okay, na denn. Ja, das Spiel fordert mich, eindeutig. Ach Mensch, ich habe noch gar nicht getrunken. Ich hatte ja geschlafen und so weiter, aber ich habe noch nichts getrunken und gegessen. Das geht so nicht. Nehmen wir erst mal diesen Tropfen. Komm mal her. Komm, trink mal noch eins. Sehr schön. Ach Mensch, ich habe ja noch mein ganzes Fleisch hier auf dem Grill. Nein, nicht anzünden. Hm. Egal. So. Dann essen wir das noch. Den Rest nehmen wir mit. Für unterwegs. So, ich brauche 2 Rüsselkäfer. 2 Rüsselkäfer brauche ich, um mein Schild zu reparieren. Ja, mal gucken. Da, wo meistens immer viele Ameisen rumhängen, da sind auch ein paar Rüssel. Oh, guck mal, hier ist ein Wasser. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ha. Hier schon ein paar Maren rum. Rüsselkäfer. Was brauche ich denn? Achso, ich brauche nur 2 Rüsselkäfer. Alles klar. Ja, ja, schon gut. Ich will es ja nur reparieren. Ach komm. Lass mich in Ruhe, Fliege. Au. Hey. Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe. Das brauche ich auch nicht. Entschuldigung, meine Stimme. Ein paar Rüsselkäfer für Klein Phantasie Jens. Das wäre schön. So, die Marienkäfer lasse ich jetzt auch immer in Ruhe. Ja, solange Burgle nichts von mir will diesbezüglich. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wozu ich sie jetzt auch tösten sollte. Denn die Rüstung habe ich ja jetzt vollständig. Wobei, ich bräuchte ja noch eine zweite, ne? Für mein anderes Zuhause. Für den Fall der Fälle. Ich
Bisher ist hier eigentlich weitestgehend alles ruhig. Wundert mich ein bisschen. Vielleicht sollte ich... Ja, Ameisen. Ach Mensch, ey. Ihr seid... ihr seid echt doof. Guck mal, die kleine Laus, die freut sich, ja? Und die Ameisen wollen sie töten. Irgendwie seid ihr heute alle verbuggt, ihr kleinen Tierchen. Heute und gestern. So, ich brauche große Käfer. Ach komm. Aua. Ja, ich brauche nicht so viel Fliegenfleisch. Wartet mal, ich werde die mal verschrotten. So. Vielleicht sollte ich auch mal versuchen, ein paar Bienen zu fangen. Sind die bei welche nachgespawnt? Nee, ne? Wolfsspinnen. Meine Güte, wie soll ich denn bloß Wolfsspinnen töten? Die vergiften mich doch. Ach, guck mal. Marienkäfer. Da ist wieder eine Laus. Tja, ich finde kein Russelkäfer, ne? Oh, da ist eine Feder. Wunderbar. Die nehme ich auch mal mit. Da ist eine Spinne. Da sind mehrere Spinnen. Na komm schon. Ey, sag mal, Phantasiens, was machst du denn heute hier? Mal. Ist ja unfassbar heute. Ah, ich bin gleich in meinem anderen Zuhause. Dann sollte ich vielleicht mal auch die Bienenrüstung mal mitnehmen. Ich höre sie, aber sehe sie gerade nicht. Wo ist denn die Spinne? Ach, da oben! Da oben auf dem Holz. Ah, alles klar. Alles klar. Da ist noch eine Feder. Was ist da los? Ist da... Habt ihr da einen Russ... nee. Gut. Schon gut. Ich will nichts von euch. So, dann ab nach Hause. In meine Hauptbase. Zu meiner Hauptbase. Ich quatsch ein Blödsinn immer, wenn es spät ist. Unfassbar. Vielleicht ist ja hier auch wieder ein Bombardierkäfer. Also da oben sind Spinnen. Okay. Das ist gespawnt.
Ach. Guck mal, hier ist direkt ein Löwenzahn. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Ist mir neulich gar nicht aufgefallen. Was ist denn hier? Okay. Wir hatten hier die Tür aufgelassen. So, was habe ich jetzt nochmal hier alles drin? Nein. Genau, hier habe ich ja schon einiges drin. Okay, okay. Gut, groben Überblick verschafft. So, ach so, meine Bienenrüstung. Wartet mal, wo ist denn die? Die ist oben, ne? Ne, das ist sogar nicht meine Bienenrüstung. Hallo? Ach, da drüben. Hier ist er. Ach so, Kuh abholen. Okay, die kann ich auch analysieren. Alles klar. Nee, nee, nee. Wo waren die Zutaten hier? Okay. Ach, guck mal, ich habe die... Ist eine Hornisse, ne? Also eine. Ist das eine Stechmücke da oben? Ich verstehe. Irgendwie ist die Gegend ein bisschen gefährlich geworden hier, ne? Puh. Na gut. That tastes really good. Ja, das ist wirklich gut. So, meine süße kleine Hups. Ritterchen Hups. Da ist auch eine Spinne, alles klar. Waren hier auch schon immer Unkrautstängel? Oh mein Gott, ich glaube, hier hat sich einiges verändert. Guckt euch mal an, wie viele Bienen hier sind. Ist ja unfassbar. Da sind Hornissen, also diese Stechmücken. Oder? Ist das eine Biene da hinten? Mal wie hübsch. Gleich einen Screenshot von machen. habe ich es jetzt gemacht? Ja, ich glaube. Ach, guckt euch das mal an, wie schön. Ich glaube, ich bleibe jetzt immer hier. Oh, guck mal. Oh, guck mal, die... Oh, das muss ich unbedingt, ne, festhalten. Also da finde ich ja hier die Gegend ja viel, viel schöner als die am Teich, muss ich sagen. Ich glaube, ich sollte mal hier weiterbauen. Wow. Ich weiß nicht, wie kriege ich dann jetzt die Bienen da runter? Vor allem, wenn ich die jetzt zum Beispiel angreife oder die da meinetwegen. Warte mal. Komm mal her. Uah. Ich habe die nicht jetzt getroffen, ne? Nee. Sollte ich meine Bienenrüstung anziehen?
Verteidigung, aber die macht zu wenig Verteidigung. Hä? Ja. Ich bin leicht überfordert. Die Spinne geht mir unten auch tierisch auf den Senkel. Na, warte mal. Ich werde mal die Spinne beseitigen. Dass ich mal ein bisschen Ruhe hier im Karton habe. Uah, jetzt. Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe mich jetzt hier irgendwie gleich verletzt. Komm, Ausdauer. So, Spinne. Es macht jetzt richtig Bock, um die Spinnen zu töten. Jetzt, wo ich es kann. Komm her. Aua. Na. Juhu. Das hier mit. Und hier das Netz. Na, was ich habe, habe ich. Das ist auch noch einer. Sehr gut. Da ist mein Pfeil. Ach. Na, komm schon. Und noch ein Schuss. Ja. Super. Hi, Ameise. Alles gut? So, also, nochmal zurück zu den Bienen. Wie kann ich die am besten runterholen? Also. Am besten mit einem Pfeil, oder nicht? Irgendwie kann ich die nicht. Doch jetzt. Wow. Komm. Ey, ich treffe die nicht, ne? Alter. Ich treffe die nicht. Au, au. Oh, die sind aber riesig, die Biester. Na, komm schon. Komm, 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 komm. Komm, schlag zu. Ich hab sie. Ach Gottchen, sind die fluffig. Nein. Nee, nee, wartet mal. So rum vielleicht. Ach Gottchen, sind die fluffig. Bienenpelz. Wow. Aha, Bienenschutzpanzer. Okay, das habe ich jetzt. Bienenstachel. Okay.
Mann, Mann, also ich scheine mich ja jetzt hier irgendwie zu machen, oder? Ich traue mich hier Dinge. Das ist ja unfassbar. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man das Blocken beherrscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, habe ich viel zu analysieren. 5 Sachen. Bienenpelz. Okay, was kann ich denn jetzt herstellen? Materialien ist nichts Neues. Ach so, ich muss es erst analysieren, ne? Dann glaube ich. Ah ja, okay. Bienengesichtsmaske. Oh, 5 von diesen Bienenpelzen brauche ich. Seinseile, Bärenleder. Okay. Und ah, ein Bienenstachel brauche ich hierfür. Alles klar. Gibt es sonst noch was? Spinnenschulter. Achso, Spinnenrüstung, ja. Sollte ich vielleicht auch mal herstellen. Was habe ich denn hier? Heilbombe. Okay, meine Lieben. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das Spiel ist abgestürzt. Ich hoffe, ich nehme jetzt auch gerade wieder auf. Ja, ich wollte eigentlich noch mal schnell nur gucken, was ich hier jetzt geändert hatte. Ich war ja hier bei der Heilbombe. Das ist ein flüssigkeitsgefüllter Stechmückenblutbeutel, der so eng mit einem Seidenseil umwickelt ist, dass er jeden Moment Platz übergießt. Verbündete im kleinen Umkreis mit heilendem Blutgelee. Ah, okay. Wenn man also Multiplayer spielen würde und ich das Ding... Sieht aus wie eine Presswurst, ne? Oder wie ein bisschen von einer Niere. Okay, schon gut. Genau, wenn ich es also jetzt im Multiplayer zum Beispiel jetzt irgendwie auf den Boden schmeißen würde, dann würde das wahrscheinlich dann meine Mitspieler sozusagen etwas heilen. Jetzt habe ich hier auch noch so ein Stechmückennadel. Oh, cool. Sieht aus wie so ein Ding. Davon brauche ich 2. Alles klar. Hat aber gute Geschwindigkeit. Betäubung und Schaden macht es auch. Nicht schlecht. Den will ich auf jeden Fall auch noch herstellen. Kunst. Ja. Basisbau ist jetzt nichts dazu gekommen. Nein. Essenszubereitung auch nicht. Und bei Nützliches wahrscheinlich auch nicht. Fallen. Nee. Deko. Nee. Okay. Und ja, dann hätten wir noch die Rohstoffe. Alles klar. Gut, meine Lieben. Dann denke ich, war es das erstmal für heute. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so einen unsauberen Cut eigentlich machen musste. Aber gut, so ist es halt nun mal, ne? Das Spiel ist mir jetzt auch das erste Mal in den ganzen Folgen abgestürzt. Also von daher ist es eigentlich ein ganz guter Schnitt. Alles klar. Es wird sowieso gleich dunkel. Ja, genau. Und in der nächsten Folge sehen wir dann weiter, was ich dann machen könnte. Ich schaue mal, ob ich jetzt noch alles habe. Ja, gut. Trotz Absturz ist noch alles da. Wunderbar. Okay, gut. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend, je nachdem, wann ihr halt die Folge guckt. Vielleicht auch einen am nächsten Morgen halt, ne? Oder am Tag oder so. Und ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das hier umgebaut hatte. Aber okay, gut. Wird es schon so sein. Gut, meine Lieben. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.